Let's play. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Daisy Lingor mit mir, dem Grantelbart, und mit dem Tudu. Hallöchen. Hallöchen, was machst du denn so? Ja, von den ganzen Zombies wegrennen, die uns auf Kilometer Entfernung entdecken. Wo bist du hin? Es sind schon total viele, ich bin hier durchs Gebäude gegangen, es sind total viele Zombies. Ich bin ein Gebäude weiter als du, glaube ich. Stopp, hinter dir. Hier, hinter dir. Ah, da ist er. Ja. Auf jeden Fall, Daisy Lingor, wir haben einen Server gefunden. Ich weiß nicht, ob das an dem Server liegt oder an meinen Einstellungen oder so. Lol, da kann man hoch. Ich wusste gar nicht, dass man hoch kann. Habe ich gerade einfach mal rausgefunden. Sauber. Ich dachte mir, ich erkenne das mal, weißt du, das ist so die Waldorf-Schüler-Mentalität. Einfach alles entdecken, ne? Ja, hat ja, sich auf gelohnt. Jeden Fall, Server ein bisschen FPS-lastig, das Ganze läuft aber noch halbwegs stabil. Bei 25 FPS aufnehmen passt schon noch. Wenn es zwischendurch mal Ruckler gibt, beschwert euch an der Meckerliste, die nicht existiert. So, die Meckerliste. Ich gehe wieder runter. Ich gehe mein Haus weiter, genau deswegen. Ja, da sollte man vielleicht nicht so lange chillen. Fernglas! Ach Mann, der Dude, der sackt sich hier schon die ganzen Sachen ein. Und ich kriege hier wieder nichts ab hier. Das darf doch wohl nicht wahr sein, du. Mal da oben zur Scheune, oder? Boah, Zombie haut mich blutig. Wir brauchen Scheiße. Auch gar nicht hier geduckt zu laufen, das bringt gar nichts. Ja, vor allem mit den Zombies. Ja. Da. Wir zocken übrigens Lingor, weil To-Do mal richtig Bock hatte auf Lingor. Ja, ich hab wieder die Tropenplage. Ich brauche unbedingt wieder hier so ein paar Palmen und Grillen gezirpelt. Man will einfach Urlaub haben, oder? Ja, von seinem genau. Scheißleben. Urlaub von diesem dreckigen Chernarus. Genau. Und auch einfach von Deutschland. Deutschland ist ja genauso grau wie Chernarus. Ja, ich bin gerade am Bandagieren übrigens im Busch. Oh, okay. Into the bush. Wenn du nicht klarkommst, dann, oh, eine Axt, das hilft mir enorm weiter. Ja. Wie not enough room. Und du hast schon eine wahrscheinlich. Ach, what the fuck, man spawnt hier mit einer Axt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Cheating. Warum schaust du nicht die Wachtürme Alter, an? Hier sind ungefähr 5 Äxte. Warum schaust du nicht die Wachtürme an? Ja, ich wollte das gleich machen. Da ich gibt's Military Loot, Mann. Alter, hier ist schon wieder eine Axt, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab die schon gesehen, aber ich wollte erstmal hier reinschauen. Okay. Da hinten raucht ein abgestürzter. Alter, ey, in dieser Scheune sind nur Äxte. Ja, das ist halt hier die. 7 Äxte in der Scheune. Die Axtscheune halt, ne? Ja, hast du schon reingeguckt in den Turm hier? Ich weiß nicht, an welchem du bist. Ja, gut, ich gehe mal hier kurz. Ah, hier hast du wohl noch nicht reingeguckt. Was haben wir denn da? Hast du was zum Schießen? Smoke Grenade. Yeah, damit kannst du viel schießen. Vor allen Dingen kann ich damit noch mehr FPS-Lags herbeiführen, das ist super. Und ich kann nicht zielen. Achso, ich bin geklettert. Muss ich erst einmal klicken. Oh, nicht Waffe wechseln. An welchem Turm bist du denn jetzt? Ich stehe am anderen Turm. Am auf der anderen Seite. Turm. Hier gibt's aber mehrere Türme, 4 oder so. Ja, oder 2 drei. War ich jetzt. Na gut. Ach, da bist du. Ja, ich schaue ein bisschen mich um. Trollolol. Angeblich gibt es auf dem Server eine überdurchschnittliche Anzahl von Fahrzeugen und Flugzeugen. Ja. Wir haben jetzt noch nichts gesehen während der Zeit, wo wir uns so gefunden haben. Du bräuchtest eine Waffe. Wie er auch ein Fernglas hat. Und dann beschwert er sich. Schau mal, wenn wir hier auf den Berg gehen, dann müssten wir das Airfield von Kalmar sehen. Oh, das wäre eine geile Sache. Der ist beim Chat. Ach, guck mal, Arkona. Mein zweiter Partner. Ich geh schon mal einen Berg rauf, ne? Ja, mach mal. Der Berg ruft. Der Berg ruft. Oh, bist fuck. Sind wir nah. Ja? Alter Schwede. Was denn? Wir sind viel näher, als ich dachte. Wie? Ist das direkt da, oder was? Ja. What the fuck? Und siehst du was in der, so in der Kuchen, ja, ich bin erstmal wieder in Deckung gehüpft. Ja, eine schlaue Sache. Ich will da erstmal mit dem Fernglas ein bisschen scouten. Und ja, dann können wir da hinschauen, wenn wir das überleben. Ich schau mal gerade, ich bin seitlich gerade am Berg.
sehe dich aber nicht. Ich konzentriere mich allerdings auch mehr auf die Umgebung. Nach Osten bin ich unterwegs. Vielleicht hilft dir das. Nach Osten haben wir denn einen Kompass? Haben wir tatsächlich. Da ist Osten. Und ich bin froh, dass ich das One wie immer aus habe. Denn ich sehe die ganzen Penisse da im Chat sprechen. Aber ich sehe dich nicht. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter auf den Berg. Ach, da bin ich. Oh mein Gott. Ich sehe voll falsch. Nicht. Andersrum. Du läufst so weg vom Airfield. Wie? Das Airfield ist so direkt vor mir, du Nase. Bist du an dem Stein? Ja. Alter, du bist. Schau mal nach da links. Bist du, Alter? Ja, aber da bleib mal, wo du bist. Da ist so ein Gebäude, wo es Military Loot gibt. Wo bist du denn? Da sind wir in die ganz falschen Richtungen gegangen. Jetzt laufe ich genau hier am Berg, dass mich schön jeder sieht. Na, ist ganz natürlich toll. Klug. So, wir sind natürlich auf seltenen Loot aus. Wir wollen natürlich Loot haben. Militärloot und auch Flugzeuge und so, ne? Und Hubis. Ja, Hubis, Schraubis und so. Ich bin am Turm, wo bist du? Immer noch an der gleichen Stelle. Achso, ja, warte. Komm zum Turm. Eben. Zum Turm. Wo ist der? Hä, du bist doch gar nicht hier. Doch, an dem Turm. Der, du meinst dieses drahtige ja, Dings, ne? Ja, da. Hallo. Da. Hallo. Bist aber gut versteckt. Oh, hier ist ein Zelt. Fresse. Hier ist ein Zelt. Oh. Ja, aber wer versteckt das hier? Und das leer. War doch klar. Wer versteckt schon sein Zelt hier, ne? So, da hinten ist Kalmar. Ich will wissen, was bei Marco abgeht, ey. Ich muss mir sein Video danach mal anschauen. Und hier vielleicht begegnen wir uns ja wieder. Hier sind Gebäude mit Military Loot. Ah, okay, hier schau mal rein. Sei vorsichtig. Ja, keine Beine brechen, ne? Ja, und andere Spieler können hier überall sein, ne? Ja, ich bin einfach mal ein bisschen hier runter. Ich glaube, das hat gut so funktioniert. Ich sehe nichts, aber ich höre. Fliegen. Ich höre Leichen. Dito. Okay, ich gehe erstmal durch. Achtung, ich bin an der Tür, nicht erschrecken. Oh, ja. Das war die Millisekunde, wo ich noch zum Verarbeiten brauchte. Ich bin in der anderen. Ey, hier sind 5 AK-Magazine. Aber keine. Oh mein Gott, ich hab was. AKM, geil. Ah, gut, AKM hab ich gerade 2 Magazine hingelegt. Ach, supi. Also hast du schön Muni. Wunderbar. Was war das hier nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Ach, noch ein AKM-Mag. Schön. Okay. Ich komm rüber. Ja, und ich komm in deine. Ja, irgendwie komm ich. Ah, okay. Wo hast du die AKM-Muni? Hier? In der anderen. Okay. Nicht Scheune. Baracke, sag ich mal. Scheune. So, ja. Das können wir gut gebrauchen. Oh mein Gott, ich will auch hier AKM. Ich ess und trink mal was, weil ich habe zu viel Loot hier vorne drin. Okay. Jetzt will ich gerade, ich glaube, ich nehme mal die AK-Magazine mit. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Vielleicht finde ich am Airfield was. Brauchst du Platz oder? Also nö, ich habe ja hier einen Tschechen-Rucksack. Okay. Du hast den Tschechien, ich hatte ja halt noch den Alice. Der wäre halt auch noch ganz gut. Alicia Backe. Alice. So, und jetzt erstmal hier versuchen rauszukommen. Wollen wir die Villa da looten? Ich glaube, da gibt's nicht viel und wenn, dann nur Crap. Okay. Also ich würde eher erstmal Airfield jetzt anschauen. Ja, ich guck mal ein bisschen rein mit Fernglas. Hier wird bestimmt ein Spieler sein. Bis jetzt sieht's aber verdammt ruhig aus. Das ist aber die weibliche Intuition, weißt du, die ich jetzt gerade so an den Tag lege. Ah, das ist weibliche Intuition, okay. Frauen sprechen immer von weiblicher Intuition. Das ist so eine eingebildete Fähigkeit, glaube ich. Oh! Wo? Was? Ach, du Scheiße! Mich greift jemand mit der Axt an! Mich hat jemand mit der Axt getötet! Nein. What the fuck? What the fuck? No way. Doch, Mann. Du warst übrigens... Ach, du Scheiße. Wo warst du? Schnapp ihn dir, direkt am Eingang der einen Militärbaracke da. Das ist ein Militärgebäude, direkt am Eingang. Ich denk mir, warum wird's auf einmal so weiß? Scheiße. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Schnapp ihn dir, Tutu, schnapp ihn dir. Ich sehe noch nichts. Da ist er, der hat eine Waffe. Ich hau bin tot. Hau ihn weg. Nee, der wird mich weghauen. Was? Ja, der hat deine AKM. Fuck.
So eine Schlampe, da achselt der mich von hinten, während ich... Ich habe auch einfach zu offen dahin geguckt. Scheiße. Alter, mein Herz klopft. Fuck. Wo ist der? Darf doch wohl nicht wahr sein. Da ist er. Ich habe ihn. Sauber. Und ja, natürlich hat er mich erschossen, obwohl ich ihn zuerst getroffen habe. Ja, klar. No, es kann nicht sein. Das ist ätzend, ey. Jetzt habe ich nicht mal geguckt, wo ich bin. Ja, wir haben ja eine Map. Boah, Pimmel in den Arsch, was soll denn das? Das war ja mega assi, ey. Da achselt der mich von hinten weg. Und der Server scheint mir ziemlich desync zu sein. Wollen wir uns vielleicht einen anderen Server suchen? Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil wir hatten ja auch echt FPS-Probleme. Ja. Schreib mal gerade in den Chat. Oh, mein Herz. Gut, dann unterbreche ich schon mal die Aufnahme. Bis gleich, liebe Leute. So, Leute, ich bin wieder da. Ich bin gerade umgebracht worden. Und dann habe ich im Chat mich mit dem unterhalten, der mich umgebracht hat. Und plötzlich steht mein Charakter mit AS-50, diesem Giga-Rucksack, Haufen Magazin, schallgedämpfter Pistole und allem Ausrüstungszeug da, was ich brauche. Oh mein Gott. Ich habe das übrigens auch aufgenommen. Jetzt ja. Gerade mal. Du hast nichts, ja. Oder? Ich habe nichts, nee. Aber mich hat er auch nicht getötet, also hat er auch nichts wieder gut zu machen. So. Ja, ich habe schon danke. Für dich geschrieben. Ja, sehr freundlich, sehr großzügig. Ja, was machst du jetzt mit dem Zeug? Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich ja gegen so einen Scheiß. Ja, eigentlich schon, ne? Wo wollten wir uns jetzt treffen? Irgendwas mit C. Kalmar. Kalmar, okay. Genau. Ja, okay. Entschuldigung, liebe Zuschauer, ich bin gerade nämlich dermaßen verwirrt. Ja. Weil plötzlich ich laufe nach Kalmar und bäm, habe ich die ganze Scheiße hier auf einmal. Also die Frage ist halt, willst du das haben? Was machst du damit, wenn nicht? Wäre zu schade, wenn man das wegwirft. Eigentlich. Natürlich wäre es schade, aber ich... Ja, da schreibt schon einer Hacker. Hacker, da fuck. Ja. Wir lassen einfach mal laufen. Da, schau, der hat auch eine AS-50 bekommen. Okay, dann war das nicht von dem Hacker. Ja, also doch. Oder doch? Jo, mein Freund auch. Vielleicht war das doch kein Hack. Wer hatte dich getötet? War das Thomas? Thomas, oder das? Ja. Ja, zumindest sagt er das. Komisch. Also ich bin gleich beim Ziel, 800 Meter ungefähr. Ah, Zombie! Ah, jetzt bin ich wieder am Bluten. Ja, ich habe noch 3,5 Kilometer. 3,5? Ja. Das ist scheiße. Lass dir doch mal, frag doch mal den Hacker ganz lieb, ob er den Heli schenkt. Nee, ich will keinen Hacker, ich will keinen Heli, ich will einfach nur in Ruhe spielen. Fair. Ja, klappt irgendwie nicht, spaßig. Ne? Dann würde ich sagen, wirf das Zeug weg, oder? Ich denke ja. Bandagieren. Aber was ist das für ein Hacker, der einfach dem halben Server AS-50 schenkt? Keine Ahnung, was das für einer ist. Also ich habe immer noch meine Makarov. Mich scheint da nicht zu berücksichtigen. Ach, vielleicht ist das einfach nur ein schlechter Hacker, der sein Skript irgendwie aus Versehen so geschrieben hat, dass quasi mehrere das Zeug kriegen und nicht nur er. Dass er jetzt quasi irgendwie gestorben ist und sich dann gespawnt hat und dann sein Skript gestartet hat. Und dann haben halt alle das gekriegt. Ja, es kann natürlich sein, sowas. Das weiß man halt nicht. Oder vielleicht war das einfach der dich getötet hat oder einer, der dich im Chat sieht oder was auch immer. Ja, aber es haben ja mehrere schreibt. Es haben ja mehrere eine AS-50 gekriegt. Nicht nur ich. Ja.